So. Komm. Oh, ich kann es selbst zum Explodieren bringen. Gaben, beweg dich nicht. Komm. Oh. Oh. Ups. Himmel, Orsch und Zwirn. Du bist offen? Noch ein Schleim. Okay. Empfohlene Elemente, Feuer, habe ich. Ja. Ich müsste Noelle noch mal aufleveln, schätze ich. Slow down. It's dangerous in here. Ingredients don't stay fresh for long. Okay. 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 Also ist ihre Kraft, dass sie oder ihr E. We need to get going before they expire. Ja, ja. She's quite the fighter. Seems foraging for ingredients takes more than just luck. So. Moment, wieso? Oh. Da muss man schnell durch. Ah! Okay. Okay. Ah, da ist wieder so einer. So ein Dude. Emma, wer ist mit deinem... Mit dem hier. Du. Moment. Neuer. Steady as stone. As a good knight should. Du. Scusi. I missed a spot. Scusi. Entschuldigung. Leave it all to me. So. Cool it. Ah, jetzt hat wieder ein blödes Schild. Burn. Burn. Du auch. Burn. Oh, ich könnte sie wieder ausprobieren. Oh, okay. Was? Das muss auch? Das muss auch. Oh. Ah. Das ist mir so irgendwie nicht bewusst geworden oder nicht im Sinn geblieben, dass ich sie auch benutzen kann.
Dann sammle ich hier noch ein paar Zutaten zusammen. So. Ich schätze, da muss ich hoch. Yay. Uhlalalala. Das wäre fast gefährlich geworden. Aber interessant, dass einfach so eine Ruine da in der Höhle ist. Okay, ich weiß, ich muss runter. Oh. Da geht's auf. Komm näher. Ja. Näher. Das ist auch nicht wirklich. Nice and spicy. Komm schon. Ja. Oh, let's go. Und so, da sind noch welche. Dann kommt mal her. Kommt mal her. Okay. Nice, nice, nice. Yikes! Look over there. The icicles up ahead are falling. Okay. Ja, Paimon, das kann ich mir vorstellen. Paimon, das kann ich mir schon vorstellen, dass das weh tut. Warte, könnte ich? So. Hilft das gegen die Eiszapfen? Hoppa. Ja, es hilft. Bisschen. Slimy slime. No one escapes my sight. Komm her. Komm. Das wäre doof. That's cheap. Goba, get them. Slash, slash, slash. Help! My dinner is attacking me. Was greift dich an? Wo kommen die ganzen Eiszapfen her? Eiszapfen entstehen nicht einfach so. Okay, wir haben ein Tor der Wiedergeburt wieder aktiviert. Und ich schätze, das ist das, was ich machen soll. Damit man schnell hinrennt. Okay, das muss es sein. Das ist riesig. Ach, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Komm. Noel gibt mir ein Schild. Steady as stone.
Someone needs assistance. As a dutiful maid would. Ich wär's mit einer kalten Speise. Was ist das? Let it rain. Oh, ich sollte aus dem Weg gehen. Told you I'd win. Coolster Gärtner in Teva. Okay. Yay! Flux heißt Bäumchen, Fluxilein, komm, mein leckeres Bäumchen. Even better if it's paired with a bit of swine. Fluxchen. Fluxibuxi. Your version just ruins it. Bei euch klingt das ganz, gleich ganz anders. Wait, there's something else here too. Hm, hier scheint noch etwas anderes zu sein. This must be the boy that Hunter was chasing. Das muss das Wildschwein sein, von dem der Jäger gesprochen hat. But Paimon's never seen one with this pattern before. Eins mit so einem Muster habe ich aber auch noch nicht gesehen. Have I seen this before? Aha! It was in the Historia Naturalis of Liyue. Dieses Muster habe ich schon mal gesehen. Warte mal, das muss im Historia Naturalis Liyue gewesen sein. This pattern is unmistakable. It belongs to a breed of boar that went extinct 300 years ago. So ein Muster. Ja, das muss es sein. Diese Wildschweine müssten schon seit 300 Jahren ausgestorben sein. Wow! How is this one still alive after so long? Echt? Wie kann das, dieses Schwein denn noch am Leben sein? Es könnte einfach besonders alt geworden sein oder es war sicher eingefroren. Could be. Das könnte sein. I read that this boar was hunted to extinction because its meat was so highly prized. Im Buch stand, dass diese Wildschweineart aufgrund ihrer besonders leckeren Fleisches gejagt wurden, und zwar so lange, bis sie ausgerottet war. Condensate of jumbo cryoslime and extinct boar? Not one, but two priceless treasures. Ein Flugseisbaum und ein Wildschwein? Wir haben zwei wahre Schätze gefunden. Damit können wir nur noch gewinnen. Right. Now let's get back to Springvale. Genau, also gehen wir nach Quellingen zurück. Also wenn das Schwein noch am Leben gewesen wäre, dann täte mir das echt leid. Vielleicht hätte man das noch irgendwie zurückbringen können. Oder wenn es tatsächlich eine ausgestorbene Art wäre. Weiß nicht, könnte man da nicht irgendwie noch irgendwas machen, außer es zu essen? Wenn es tatsächlich, weil sie gesagt haben, boah, es ist noch am Leben. Bla 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 bla. Yeah. Okay. Ja, der nächste Punkt hier ist ziemlich weit entfernt. Ich frag mich, was das Rote ist. Dann gehen wir mal nach Quellingen zurück. Hallo, hallo, ni hao. Bet you can't keep up with me. I'll race you there. Der ist immer noch am Abfüllen. Hier ist es. Okay. Hallo, Olaf.
Are you sure this is Springvale? Komisch, wir sind doch hier in Quellingen, oder? Die gleichen Ohren. Ist das sein Großvater? Sein Urgroßvater? Yes, for the millionth time, yes. But I don't know any of the people you're looking for. Ja, zum hundertsten Mal. Ich kenne aber keinen einzigen von denen, die du suchst. That is not possible. They all live in Springvale. They are my neighbors and friends. Das kann einfach nicht sein. Sie wohnen alle in Quellingen. Das sind meine Nachbarn und Freunde. This is strange. What is going on? Komisch. Komisch ist das wirklich. Wie kann das sein? Ich glaube, ich hab's. Oder es könnte doch sein. Was ist das? Ich denke, dass dieser Jäger auch aus der Zeit von vor 300 Jahren kommt. Er spricht von Quellingen, wie es vor sehr langer Zeit war. Surely not hundreds of years. Vor sehr langer Zeit? Also vor 300 Jahren? Does that really make sense? Das ist unmöglich. Das glaube ich einfach nicht. Er und das Wildschwein wurden gemeinsam eingefroren. Gefroren lässt sich jetzt. Da. Oh, like the way that you keep food fresh. Ach, ist das wie beim Frischhalten von Lebensmitteln? Still, it's hard to believe. Aber selbst dann ist das kaum zu glauben. Der arme Typ. All seine Freunde, Familie, alles weg. But it doesn't seem like there's any other sensible explanation. Leider haben wir keine bessere Variante, als das alles logisch zu die das alles logisch erklären kann. Okay, so what's your Olaf? Mein Name ist Olaf. Olaf? Oh, I'm sure I've seen that on my family tree. Dude, ihr seht genau gleich aus. Ihr habt die gleiche Augenfarbe. Ihr habt die gleichen Ohren. Was? Diesen Namen habe ich in unserem Familienstammbaum gesehen. I can't remember which generation it was from, but it was definitely on there. Ich weiß zwar nicht mehr die genaue Verwandtschaftsbeziehung, aber der Name ist eindeutig. So, a great, 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 great grandfather, but with a whole lot more greats? Das muss also mein Ur, also irgendein Großvater mit richtig vielen Uhren davor sein. Mein? Wohl eher dein. So viele dürften es gar nicht sein. What an unusual turn of events. Sowas hätte ich nie zu träumen gewagt. Reunited at long last. Isn't that just amazing? Nach all der Zeit ist die Familie wieder vereinigt. Das ist ein großes Ereignis. Olaf, do you want to come and watch a cooking competition? Olaf, hast du Lust, mit zu unserem Kochduell zu kommen? Ah, yes, that reminds me. Brooke told me about the competition and I've set everything up at the venue. Ah, da fällt mir ein, dass mir Brooke von dem Duell erzählt hat. Ich habe schon alles vor Ort vorbereiten lassen. You should come with me. Ihr könnt alle mit mir kommen. Herz der Quelle 1 im Handbuch. Kann hier wieder was holen? Oder doch nicht? Es hat doch eben geglitzert. Schneefroh. Okay, unterhalte dich dort, wo das Duell der Gerichte stattfinden soll mit Xiangling. Höher? Höher. So. Ja, der arme Kerl. Der tut mir echt leid. Der tut mir wirklich, wirklich leid. Ein paar Wasserlilien einsammeln. Weiß zwar nicht, wofür man sie gebrauchen kann, aber warum nicht? Warum habe ich das... Habe ich das schon mal gesehen? Bin ich einfach blind? Hallo, ich glaube, ich die Beeren. Und hier was aus dem Wagen. Tomaten. Tomaten habe ich noch nicht kennengelernt, oder? Ja. Vielleicht kriege ich da nochmal Tomaten. Notiz. Bin in der Stadt zum Trinken. Heute kein Ausschank der Besitzer. Die Leute in Mondstadt trinken wirklich gern.
Kartoffel. Das heißt, ich habe jemanden einfach so angeklaut. Es tut mir leid.